Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne diese besondere Sitzung des Hessischen Landtages anlässlich des 70. Jahrestages der Geburtsstunde unseres Bundeslandes Hessen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können. Es ist eine normale und doch nicht normale Landtagssitzung. Der Normalität geschuldet ist es aber mit Sicherheit, dass auch wir heute einem gratulieren, der Geburtstag hat. Sie müssen es erleiden, Herr Minister. Lieber Herr Minister, Prof. Dr. Lorz, herzlichen Glückwunsch zum heutigen Geburtstag. Mein erster Gruß gilt Herr Ministerpräsident Volker Bouffier und seiner Landesregierung. Lieber Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Ich begrüße. Ein kleiner Teil der Opposition hat ihm zugestimmt. Es passiert ihm nicht jeden Tag, dass er so herzlich begrüßt wird. Das muss man zugeben. Aber ich begrüße auch die dritte Gewalt, den Präsidenten des Staatsgerichtshofs, Herrn Dr. Paul. Lieber Dr. Paul, liebe Frau Stachowski, herzlich willkommen hier im Hohen Hause. In guter Nachbarschaft zu der Landeshauptstadt darf ich herzlich begrüßen Frau Stadtvorsteherin Christa Gabriel. Herzlich willkommen hier bei uns im Landtag. Meine Damen und Herren, Hessen ist eine internationale Region Deutschlands. Ich begrüße herzlich die Doyenne des Konsularischen Korps hier in Hessen, Frau Generalkonsulin Alexandra Djordjevic. Herzlich willkommen. An einem Geburtstag, meine Damen und Herren, feiern viele Gäste mit, zumal an einem Geburtstag eines Landes. Und insbesondere diejenigen, die ihre Fußspuren hier hinterlassen haben, noch im alten Haus, aber auch schon im neuen Haus. Das sind wichtige Partner für uns auch nach ihrer aktiven Zeit. Und für alle, die hier von den ehemaligen Abgeordneten hier sind, darf ich herzlich begrüßen Herrn Landtagspräsidenten und Staatsminister, und dann kürzen lassen wir weg, Karl Staatsacher. Willkommen. Ich begrüße die ehemaligen Ministerpräsidenten Hans Eichel und Roland Koch und alle ehemaligen Mitglieder von Landeskabinetten. Auch Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße den Präsidenten des Landesrechnungshofes, Dr. Walter Wallmann. Und ich begrüße unseren Datenschutzbeauftragten, Prof. Ronellenfitz. Auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Der vorpolitische Raum, das Umfeld um ein Parlament, meine Damen und Herren, ist für uns in Hessen von großer Wichtigkeit. Lassen Sie uns herzlich begrüßen als Vertreter der Bundeswehr Herrn Brigadegeneral Klink. Vertreter der Repräsentanten der Kommunalen Spitzenverbände, der christlichen Kirchen und die Vertreter der Presse, die hier sozusagen ein Bestandteil dieses Hauses sind, allen ein herzliches Willkommen und danke, dass Sie uns alle hier besuchen. Meine Damen und Herren, und schließlich möchte ich ein ehemaliges Mitglied besonders begrüßen, der lange Jahre Mitglied des Bundesverfassungsgerichts gewesen ist, Herrn Prof. Jentsch. Ihnen ein herzliches Willkommen. Meine Damen und Herren, das Inhalten und Reflektieren gründet auf Tradition und Erinnerung. Die Erinnerung erdet, wenn man feststellt, dass viele Dinge, viele Lebensumstände und Situationen nicht neu sind, sondern schon einmal da waren. Das schafft Rückhalt und Sicherheit.
sowie die Einsicht, dass Sachverhalte lösbar sind. Erinnerungen haben auch unterschiedliche Facetten. Sie besitzen aber die Grundbotschaft, dass man aus ihnen lernen kann. Das ist im historisch-politischen Zusammenhang ein wichtiges Angebot an alle Menschen, auch für uns in der Politik. Welches wir in der alltäglichen Arbeit als Abgeordnete, also auf Zeit gewählte Vertreter des Volkes, vor Augen haben müssen. Demfolgend möchte ich einen kurzen Blick in die Parlamentsgeschichte dieses Hauses werfen. Mir schien das am besten zu gelingen mit einem Blick auf Reden meiner Vorgänger. Es sind dies 9 an der Zahl, bei deren ersten Reden als neu bzw. wiedergewählte Landtagspräsidenten dieses Hauses. Das erste war die Sitzung der ersten gewählten Freien Volksvertretung in Hessen am 19. Dezember 1946. Ich will zunächst beginnen mit einer nicht präsidialen Ausnahme, aber mit einer wichtigen, weil der Alterspräsident immer das erste Wort hat zu Beginn einer Legislaturperiode. Der damalige Alterspräsident, Herr Abg. Husch, sagte Folgendes 1946 im Dezember. Wir wissen, große Aufgaben harren unser. Wir haben eine große Verpflichtung zu erfüllen. Deshalb wollen wir heute zunächst geloben, alles zu tun, um ein Wiederauferstehen jener Kräfte und jener Geister zu verhindern, die uns alle in dieses Dunkel geführt haben. Kräfte, die dem Nationalismus und Militarismus dienen, haben keinen Platz in unserer Gemeinschaft. Diejenigen aber, die guten Willen sind, gehören zu uns, gleichgültig, welche religiöse, politische oder sonstige Meinung von dem Einzelnen vertreten wird. Denn nur diese Voraussetzung eines guten Willens wird gefordert von jenen, denen die Weihnachtsbotschaft den Frieden verheißen hat. Zitat Ende. Zeitlose Sätze von Herrn Husch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der erste Präsident des Hessischen Landtages 1946 war Otto Witte, ein Sozialdemokrat. Er machte die Hoffnung der beginnenden Demokratie vor dem Hintergrund der Schmach des brutalen Regimes der Nationalsozialisten deutlich und zugleich das Ziel eines neuen Deutschlands, wie es schon der deutsche Widerstand und die Mitglieder des Kreisauer Kreises formuliert hatte. Ich zitiere: Wir wollen Gerechtigkeit. Und wir wollen mit allen Völkern der Erde in Frieden und Freundschaft leben. Zitat Ende. Und weiter sagte Otto Witte, wir müssen danach streben, den Weg freizumachen für ein freies, einheitliches Deutschland, das wir brauchen, um der Not zu steuern, um unsere Wirtschaft zu beleben und die gesamten Verhältnisse in Deutschland so zu gestalten, dass wir für jeden Einzelnen das Leben wieder lebenswert machen. Zitat Ende. Eine weise Voraussage. 4 Jahre später, zu Beginn der zweiten Landtagsperiode des Hessischen Landtags sagte der gleiche wiedergewählte Landtagspräsident Otto Witte, so sehr wir alles Verständnis haben für die derzeitige schwierige Wirtschaftslage, mit allem, was sich daraus für den einzelnen Menschen ergibt, so wissen wir auch, dass wir, die wir berufen sind, hier in der gesetzgebenden Versammlung zu arbeiten, alles von einer höheren Warte aus betrachten müssen, geleitet von dem sozialen Verständnis und getragen von dem festen Willen, das allgemeine Wohl zu fördern, demgegenüber das Wohl des Einzelnen zurücktreten muss. Auch ich möchte dem Wunsch Ausdruck geben, dass wir es recht bald erleben mögen, dass ganz Deutschland wieder zusammengeschlossen ist und dass wir dann in den großen Kreis der Völkerfamilie einbezogen werden können, um mit ihr zusammen Frieden, Wohlfahrt und Freiheit zu erleben. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und nach der Einheit des deutschen Volkes prägte die Geisteshaltung auch der Landespolitik in damaliger Zeit schon sehr intensiv und letztendlich auch irgendwo erfolgreich, wie wir wissen. Schon zu Beginn der dritten Wahlperiode 1954 erfährt man in Äußerungen der Politiker, dass aus den anfänglichen Hoffnungen und vorsichtigen Wünschen konkrete Erfolge erwachsen sind. Heinrich Zinker, der 1954 Präsident des Landtages wurde, sagte, am Anfang war das Nichts, das unübersehbare Trümmermeer, das Chaos, war Verzweiflung, Hunger, Not und Elend, dumpfe Resignation und graue Hoffnungslosigkeit. Wer von uns, der diese
Ereignisse handelnd oder meinethalben auch als neben dem Wagen hergehender Zeitgenosse erlebt hat, hätte es für möglich gehalten, dass wir nach einem knappen Jahrzehnt wieder von einer blühenden Wirtschaft reden können, dass die in das geschätzte Antlitz unserer Städte und Gemeinden mit Flammenschrift eingegrabenen Runen weitgehend geglättet sind und dass sich unsere Städte und Gemeinden wieder in neuem Glanz und in neuer Schönheit präsentieren. Ende des Zitats. Und immer wieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird der Wunsch nach einem wiedervereinigten Deutschland ausgesprochen. Heinrich Zinkern zu Beginn der vierten Wahlperiode 1958, zu Beginn seiner zweiten Amtszeit, er sagte, wenn wir also in der Frage der Wiedervereinigung noch lange nicht über den Berg sind, so dürfen wir die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass der Tag der Erfüllung einst kommen wird. Und zu Beginn der fünften Wahlperiode erleben wir dann durch den Präsidenten Fuchs einen Blick auf die Weltpolitik, die auch dann schon uns im Landtag beschäftigte, mittelbar. Denn Fuchs sagte damals, wenn sich auch die Unwetterwolken am außenpolitischen Himmel anscheinend etwas verzogen haben, sollten doch die vergangenen gefahrvollen Wochen von uns allen gleichgültig, welchen Parteien wir angehören, stets vor Augen halten, dass ein Land Gefahren von außen und selbstverständlich auch von innen nur dann standhalten kann, wenn es gewillt ist, alles zur Sicherung seiner Freiheit zu tun. Ende Präsident Fuchs. Der Hinweis auf die Kuba-Krise wird deutlich. Meine Damen und Herren, eine besondere historische Reminiszenz war die Rede von Präsident Georg Buch zu Beginn der sechsten Wahlperiode 1966. Er war zudem auch noch Oberbürgermeister unserer Landeshauptstadt damals. Ich zitiere ihn. Unsere heutige Landtagssitzung fällt auf den Tag ganz besondere Bedeutung. Heute, vor 20 Jahren, fand die erste Landtagswahl statt, so Otto so Buch. Das Mittagessen, das damals den Mitgliedern der Versammlung 1946 gereicht werden konnte, war eine Erbsensuppe. Das war damals eine Kostbarkeit. Und an solche Kostbarkeiten sollte man sich erinnern. Sie können heute noch kostbar sein. Und er sagte weiter, der demokratische Freiheitsbegriff bedeutet auch, dass wir zu unserer Sache stehen, dass wir trotz der Verschiedenartigkeit und der unterschiedlichen Auffassung zur sachlichen Zusammenarbeit, zur Toleranz und zur Achtung bereit sind. Oberflächliche und sehr oft substanzlose Kritik führt zum Verfall. Die Zeit liegt noch nicht lange zurück, in der sich heterogene Kräfte zusammenfanden, um zu zerstören. Was daraus geworden ist, haben wir alle mit Grausen erlebt. Sorgen wir dafür, dass unsere Arbeit aufbauend und konstruktiv ist, damit unser Land weiter so gestaltet werden kann, dass der freie Bürger menschenwürdig darin leben kann. Zu Beginn der siebten Wahlperiode 1970 führte er quasi ergänzend zu dem, was er vier Jahre vorher gesagt hat, aus. Diese Grundwerte, die Würde des Menschen zu achten, diese frei zu erhalten und unsere Aufgaben in demokratischer Weise zu erfüllen, sind uns weiterhin Auftrag. Meine Damen und Herren, 1974, es begann die achte Wahlperiode, wurde erstmals ein Christdemokrat-Präsident dieses Hauses, Dr. Hans Wagner. Und er stellte sich in die Tradition seiner Vorgänger. Und ich zitiere ihn. Vor fast 28 Jahren, am 19. Dezember 1946, hat sich der erste frei gewählte Landtag des neuen Landes Hessen konstituiert. Erstmals konstituiert sich heute ein Hessischer Landtag, also 1974, in dem sich kein Abgeordneter mehr befindet, der dem damaligen ersten Parlament schon angehört hat. Meine Damen und Herren, ich stehe in der Tradition dieses Hauses und ich bekenne mich auch dazu. Die zehnte Wahlperiode eröffnete Landtagspräsident Jochen Lengemann mit einem besonderen Pflichtbekenntnis. Ich bin froh, sagte er, dass ich Dank zu sagen habe, nicht etwa für die Privilegien, die übertragen worden wären, wie sie von alters her bis auf den heutigen Tag zum Beispiel im englischen Unterhaus bestehen, wo der Speaker Anspruch auf einen Rehbock und auf einen Rehgeist aus den königlichen Wäldern hat, sondern dass ich Danke sagen kann für die Inpflichtnahme als erster Mann in diesem Hohen Hause. Und Erwin Lang begann zu Beginn der 11. Legislaturperiode mit grundsätzlicher Feststellung. Erinnern wir uns deshalb, so sagte Erwin Lang, dass wir als Mitglieder des Verfassungsorgans Landtag
Repräsentanten des ganzen Volkes sind und in unserer parteienstaatlichen, parlamentarischen, repräsentativen Demokratie als frei gewählte, an Weisungen und Aufträge nicht gebundenen und nur dem eigenen Gewissen verpflichteten Abgeordneten von der Verfassung her den Auftrag haben, das Gemeinwohl zu fördern und zu verwirklichen. 1991, zu Beginn der 13. Wahlperiode, bekannte sich Präsident Karl Staatsacher zum Föderalismus. Ich komme, so Karl Staatsacher, zu unserer sich aus dem Föderalismus ergebenden Verantwortung bei der Entwicklung der neuen Bundesländer. Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, dass dieses Parlament selbstbewusst dafür eintreten wird, den Ländern den ihnen im föderativen System zustehenden Platz auch vor dem Hintergrund der Einigung Europas zu erhalten. Und schließlich konfrontierte uns Klaus-Peter Möller zu Beginn seiner Amtszeit in der 14. Wahlperiode 1995 mit besonders geistreichen Gedanken. Zum Abgeordnetenleben. Auch das muss gesagt werden. Wenn jemand in diesem Land den Führerschein verliert, so Klaus-Peter Möller, interessiert das in der Regel niemanden. Der Abgeordnete in gleicher Lage ist Bild-, Zeitungs- und Tagesschau-reif. Deshalb zwei Appelle. Vermeiden Sie den Verlust Ihres Führerscheins und seien Sie netzes Journalisten. Ein wahres Wort. Meine Damen und Herren, offensichtlich fühlte er sich nach einer diesbezüglichen Anmerkung befleißigt festzustellen, nirgends steht geschrieben, dass Geist und Witz im Parlament verboten sind. Wie recht hat er doch. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, um seine ganzen Erfahrungen als Abgeordneter, die ja wohl auch unsere Erfahrung ist, fasste er im April 1999 nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten für die 15. Wahlperiode alles in einem Satz zusammen. Es ist eine Last und eine Lust, Abgeordneter zu sein. Zitat Ende. Alle stimmen zu. Meine Damen und Herren, wenn wir auf die Geburtsstunde Hessen zurückblicken, dann machen wir das zunächst mit großer Dankbarkeit für das Geleistete gegenüber denen, in deren Tradition wir heute stehen. Dabei wollen wir die Solidarität und das Vertrauen der amerikanischen Militärregierung mit einbeziehen, die uns schon kurze Zeit nach dem Zusammenbruch Deutschlands als Folge der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft unser Schicksal wieder selbst in die Hand gab. Lassen Sie uns deshalb, meine Damen und Herren, an alle diejenigen denken, die nicht mehr unter uns sind. Es sind die Abgeordneten, die Frauen und Männer der ersten Stunde der neuen Demokratie, der verfassungsgebenden Versammlung und der bisherigen Landtage. Wir danken Ihnen in dieser Stunde und wir haben alles in Erinnerung, was Sie für dieses Land getan haben. Sie haben sich um dieses Land verdient gemacht. Und wir gedenken dabei an alle, die nicht mehr unter uns sind. Meine Damen und Herren, ich freue mich über diese Sondersitzung anlässlich unseres Geburtstages. Es ist die Zeit, um sich Zeit zu nehmen. Zeit für die Erinnerung, die Tradition, das Nachdenken, das Feiern und für viele Geburtstagswünsche. Mit den Wünschen, die ich habe an uns und dieses Land, möchte ich schließen. Das sind sehr persönliche Wünsche an mein Bundesland, die ich bereits im Rahmen der akademischen Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag, also vor 10 Jahren, gesagt habe im Staatstheater und die ich heute wiederholen will, weil es meine Wünsche sind. Es ist der Rat des Paulus an die Römer. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Trübsal, beharrlich im Gebet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.